Ja, wir feiern heute Hochzeit. Wir verbinden die beiden größten Komponenten unseres Satelliten, an denen wir jetzt monatelang gearbeitet haben, teilweise hier, teilweise bei Zulieferern. Der eine Teil ist die Plattform, der beinhaltet wichtige Komponenten wie Antriebssysteme, Stromversorgung und den Onboard-Computer. Was wir darauf aufbauen, ist die Payload, das Nutzlastmodul. Das beinhaltet die Komponenten, damit der Satellit im Orbit seinen Job machen kann. Telekommunikation. Die Heinrich-Hertz-Mission ist eine Satellitenmission, die die Raumfahrtagentur in Bonn im Auftrag des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie und des Bundesministeriums der Verteidigung organisiert und durchführt. Und mit dieser Mission hat Deutschland zum ersten Mal seit vielen Jahrzehnten wieder eine eigene geostationäre Kommunikationsmission, die wir für ungefähr 15 Jahre Laufzeit geplant haben. Wir von der Qualität schauen bei allen Aufgaben der AET mit drauf. Das Vier-Augen-Prinzip ist hier ganz wichtig, dass wir quasi bei den Arbeiten nochmal kontrollieren, dass alles wirklich abgearbeitet wurde, dass alle Schritte ausgeführt wurden. Und da sind wir immer mit dabei. Und heute wird das Ganze dann zusammengebracht und dann wird ein Satellit draus. Und dann kann man schon mal erkennen, heute kann man erkennen, dass wir sozusagen über einen Satelliten reden, den wir dann in ungefähr anderthalb Jahren starten wollen mit einer Ariane-Startrakete. Und nach dem Start wird der Satellit dann in eine Injektionsorbit, Geotransferorbit, wie man sagt, eingeschossen, von wo er dann in den geostationären Orbit spult. Das ist ungefähr 36.000 Kilometer entfernt von der Erde. Deswegen, das ist also wirklich was ganz Besonderes. Vor allen Dingen für mich steckt da eben eine unglaubliche Teamleistung hinter, wo alle mitgearbeitet haben, und das macht mich sehr froh.